Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020/21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was ist Semantik? Ich möchte Ihnen diesmal kurz vorstellen, wie die linguistische Semantik von anderen Fächern oder Teildisziplinen abgrenzbar ist, damit es in den anderen Podcast-Folgen klarer wird, inwiefern darin Fragen der linguistischen Semantik behandelt werden. Gleichzeitig wird in weiteren Podcast-Folgen auch ergänzt und vertieft, was ich diesmal vorstelle. Die Semantik beschäftigt sich mit dem Phänomen der Bedeutung. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss bis Moment. Okay, die Semantik beschäftigt sich mit dem Phänomen der Bedeutung. Aber beschäftigt sich die Pragmatik nicht auch mit Bedeutung? Und beschäftigt sich ein Fach wie die Evolutionsbiologie nicht auch mit Bedeutung, wenn sie zum Beispiel erforscht, wie die sexuelle Selektion in der Menschen- und Tierwelt funktioniert? Da ist doch die Rede davon, dass jemand oder etwas sexuell selegiert und dafür sind bestimmte Merkmale entscheidend an den Sachen, die selegiert werden. Geht es dann nicht um die Bedeutung dieser Merkmale? Und überhaupt wir? Beschäftigen wir uns nicht auch in jedem wachen Moment mit Bedeutung? Zum Beispiel, wenn wir uns in unserer alltäglichen Lebenswelt bewegen. Wenn wir beim Aufwachen auf die Uhr schauen. Wenn wir den Busfahrplan lesen. Wenn wir auf dem Gehweg einen Hundehaufen entdecken. Wenn wir den Jingle vom Messenger auf dem Smartphone hören. Oder wenn wir die Gesichter der Menschen interpretieren, mit denen wir zu tun haben. Wenn andere sprachliche Laute von sich geben und, und. Oder in der Mikroökonomie, geht es da nicht um den Nutzen von Gütern? Ist der Nutzen nicht ein Aspekt von Bedeutung? Was ist also der Unterschied zwischen der Semantik, der Pragmatik, der Evolutionsbiologie, der Ökonomie und uns? Betreiben wir Semantik, wenn wir unterwegs sind und einen Hundehaufen sehen? Und was heißt eigentlich Bedeutung in all diesen Zusammenhängen? Ist da jeweils von derselben Bedeutung die Rede? Ich möchte versuchen, ein bisschen Ordnung in Ihr Denken zu bringen. Dabei stehe ich allerdings vor der Herausforderung, wie ich vorgehen soll, um das Feld zu ordnen. Ich könnte beispielsweise vom Begriff der Bedeutung selbst ausgehen und das Feld von dort aufrollen. Dem habe ich aber vor, eine eigene Folge zu widmen. Ich könnte vom Begriff des Zeichens ausgehen und der Semantik einen Platz im übergeordneten Feld der Wissenschaft vom Zeichen zuordnen, der Semiotik. Ich könnte auch historisch vorgehen und vorstellen, wie sich die Beschäftigung mit Bedeutung historisch entwickelt hat und wie am Ende auch so etwas wie eine linguistische Semantik entstanden ist. Dabei müsste ich aber auch die Entwicklung der Nachbardisziplinen berücksichtigen. Ich könnte auch institutionell vorgehen und von den wissenschaftlichen Disziplinen ausgehen, die an Gymnasien, Akademien, Lyzeen, Klosterschulen und Universitäten unterrichtet wurden und werden und den Stoff und Umfang der Semantik also so institutionell definieren. Ich glaube, wenn man ein einigermaßen adäquates Bild davon haben möchte, was Semantik ist, muss man alle diese Ordnungsfaktoren berücksichtigen. Die Semantik umfassend, historisch und systematisch aufzuarbeiten, das hat aber noch niemand gewagt. Dafür gibt es gute Handbücher, zum Beispiel die HSK-Bände 6 und 33 zur Semantik, 7 zur Sprachphilosophie und 13 zur Semiotik. HSK steht dabei für die Handbücher Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Aber selbst diese Handbücher können nur in groben Zügen darstellen, was in der Semantik so gemacht wird, und sie können auch nicht umhin, das Feld nach verschiedenen Ordnungskriterien zu strukturieren. Dabei sind auch diese Handbücher nicht vollständig. Beispielsweise wird die sehr junge kognitive Semantik zu Unrecht sehr stiefmütterlich behandelt, wenn nicht sogar komplett ausgelassen. Wenn Sie sich diese Handbücher also anschauen, was ich Ihnen nachdrücklich empfehle,
Nehmen Sie sich also noch eines zur kognitiven Linguistik dazu, indem Sie auch über die kognitive Semantik nachlesen können. Im Folgenden werde ich jetzt diverse, sehr kurze Thesen zur Semantik äußern, die dazu dienen sollen, Themen der Semantik zu charakterisieren und von anderen Beschäftigungsfeldern zu unterscheiden. Die kognitive Semantik wird auch hier zu kurz kommen, ihr widme ich aber dafür eigene Podcast-Folgen. Die Semantik ist eine Teildisziplin in mehreren Fächern. Mir ist kein Studienfach und keine eigenständige wissenschaftliche Disziplin bekannt, die Semantik hieße, aber mit Semantik kann man jeweils einen Teil der Gegenstandsbereiche von verschiedenen Fächern überschreiben. Sie studieren Germanistik. Ein Teil Ihres Studiums behandelt die germanistische Sprachwissenschaft, deren Gegenstand die deutsche Sprache ist. Eine Teildisziplin der Sprachwissenschaft ist die Semantik. Und die Semantik beschäftigt sich mit dem Teil des Gegenstandsbereichs Sprache, der sprachliche Bedeutung behandelt. Die Semantik innerhalb der germanistischen Linguistik behandelt also die Bedeutung von deutschsprachigen Ausdrücken. Wenn Sie Philosophie studieren würden, würde ein Teil davon auch die Sprache behandeln. In der Sprachphilosophie würden Sie ebenfalls mit der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke zu tun bekommen. Und die dazugehörige sprachphilosophische Teildisziplin heißt ebenfalls Semantik. Und wenn Sie Informatik studieren, dann bekommen Sie es auch mit der Semantik zu tun. Sie ist eine Teildisziplin der Informatik, die sich mit der Bedeutung von künstlichen Sprachen, nämlich von Programmiersprachen, beschäftigt. Wir können also sagen, die Semantik sei jeweils eine Teildisziplin von Fächern, deren Gegenstandsbereich eine Sprache im weitesten Sinne ist. Und was ich damit meine, ist ein kombinatorisches System von Symbolen, die spätestens dann, wenn man sie kombiniert, etwas bedeuten. Darunter fallen natürliche, also Deutsch, Englisch, Swahili, Tamil, Tschirbal und künstliche Sprachen sowie Programmiersprachen. Ihnen werden auch Verwendungen des Ausdrucks Semantik begegnen, die nicht die Teildisziplin bezeichnen, sondern ihren Gegenstandsbereich, also die Bedeutung selbst. Da ist dann die Rede von der Semantik von Konnektoren oder von der Semantik der Determinierer und so weiter. Damit müssen Sie rechnen, das ist aber streng genommen unpräziser Sprachgebrauch. Natürliche und künstliche Sprachen sind als kombinatorische Systeme Ergebnisse menschlichen Handelns. Auch wenn das im Falle der natürlichen Sprachen Ergebnisse sind, die niemand geplant oder designt hat. Die Merkmale von Lebewesen, die für die sexuelle Selektion entscheidend sind, sind keine kombinatorischen Systeme und auch keine Teile von kombinatorischen Systemen. Hundehaufen auf Gehwegen ebenfalls nicht, Gesichtsausdrücke auch nicht und die meisten Geräusche oder Vibrationen, die Smartphones aussenden, auch nicht. Deshalb hätten wissenschaftliche Disziplinen, die diese Phänomene als Gegenstandsbereiche hätten, auch eher keine Semantik. Das heißt aber nicht, dass diese Phänomene keine Bedeutung haben. Sie sind nämlich durchaus Zeichen für uns. Nur bestimmte Arten der Bedeutung sind Gegenstand der linguistischen Semantik. Bedeutung ist ein hochgradig Polysema-Ausdruck. Das heißt, er hat verschiedene Bedeutungsvarianten oder Lesarten, die aber alle miteinander inhaltlich verbunden sind. Nur manche dieser Bedeutungsvarianten sind Gegenstand der Semantik. Eine erste Beispielverwendung des Ausdrucks Bedeutung wäre folgende: Dass Sie mir zuhören, bedeutet mir viel. Was heißt hier bedeuten? Es bedeutet, dass die Tatsache, dass Sie mir zuhören, wichtig für mich ist, in meinem subjektiven Interesse liegt, für mich subjektiv relevant ist. Ein anderes Beispiel für die Verwendung von Bedeutung. Dieser Ruf bedeutet für den Bonobo, dass ein Bodenfeind in der Nähe ist. Was bedeutet hier bedeuten? Es bedeutet eine natürliche Korrelationsbeziehung. Für den Bonobo ist der Ruf Auslöser für ein Verhalten, das er auch an den Tag legen würde, wenn er einen Bodenfeind selbst wahrnehmen würde. Der nächste Fall, die Verwendung von Bedeutung, ist ganz ähnlich gelagert, aber komplexer.
Dass ein Hundehaufen auf dem Gehweg liegt, bedeutet, dass irgendein nix Hundehaltigs nicht aufgepasst hat oder auf soziales Verhalten keinen Wert legt. Was bedeutet hier bedeuten? Es zeigt für menschliche InterpretInnen so etwas wie eine komplexe Folgebeziehung an, die aber kulturelles Wissen einschließt. Sie schließen von einer Wirkung, nämlich dem Vorhandensein eines Hundehaufens auf dem Gehweg, auf eine mittelbare Ursache, die diesen Hundehaufen auf dem Gehweg ermöglicht hat oder zugelassen hat. Viertes Beispiel. Jemand etwas fragen bedeutet, sprachlich eine bestimmte Information von jemandem erbitten. Was bedeutet hier bedeuten? Es bedeutet, dass eine Assoziation zwischen einem sprachlichen Ausdruck und einem Begriff oder Konzept besteht, wobei die Assoziation nicht in der Weise natürlich ist wie die Verbindung zwischen dem Bonobo-Ruf und der Fluchtreaktion. Die Assoziation besteht außerdem relativ kontextunabhängig. Jemanden etwas fragen hat in den allermeisten Kontexten diese Bedeutung. Zu diesem Bedeutungsbegriff gehört aber auch kulturelles Wissen, beispielsweise darüber, wie man sich verhält, wenn man etwas fragt, also Bedingungen, die beim Fragen erfüllt sein müssen. Wenn man die Bedeutung in diesem vierten Sinne kennt, dann ist man auch in der Lage, für einen konkreten Kontext in der Wirklichkeit, für eine konkrete Situation zu entscheiden, ob darin jemand etwas gefragt wird oder nicht. Zentral ist hierbei die Beziehung zwischen sprachlichen Ausdrücken und Dingen oder Sachverhalten in der Wirklichkeit. Und diese Beziehung ist durch die Begriffe oder Konzepte vermittelt. Letztes Beispiel. Stellen Sie mir Fragen bedeutet, dass ich Sie auffordere, mir Fragen zu stellen. Was bedeutet hier bedeuten? Es bedeutet wie eben, dass eine Assoziation zwischen einem sprachlichen Ausdruck und einem Begriff oder Konzept besteht, wobei die Assoziation nicht in der Weise natürlich ist wie die Verbindung zwischen dem Bonobo-Ruf und der Fluchtreaktion. Die Assoziation besteht allerdings anders als beim letzten Beispiel nicht kontextunabhängig. Diesmal gehören zur Bedeutung auch Eigenschaften des Äußerungskontextes, darunter wer mit Sie und wer mit mir gemeint ist. Stellen Sie mir Fragen. Denn das ändert sich je nachdem, wer das äußert und wer damit angesprochen wird. Anders als jemand etwas fragen. Das bedeutet immer das Gleiche. Oder zumindest in den allermeisten Kontexten. Außerdem gehört zu dieser Bedeutung von Bedeutung enzyklopädisches Wissen oder Weltwissen. Wie dasjenige, wozu Sie mir überhaupt Fragen stellen sollen. Antwort zu den Podcasts. Und dass Sie mir beispielsweise in 20 Jahren wahrscheinlich eher keine Fragen mehr dazu stellen sollten. Wir haben jetzt 4 Bedeutungsvarianten des Ausdrucks Bedeutung gefunden. Erstens als subjektives Interesse, subjektive Relevanz. Es bedeutet mir viel, das. Zweitens als natürliche Anzeichenbeziehung zwischen Wirkung und Ursache, der Warnruf für den Bonobo. Drittens die kulturabhängige Anzeichenbeziehung zwischen Wirkung und Ursache, der Hundehaufen. Viertens die kontextunabhängige, nicht natürliche und konventionelle Assoziation zwischen sprachlichen Ausdrücken und Begriffen oder Konzepten, jemanden etwas fragen. Und fünftens die kontextabhängige, nicht natürliche, konventionelle Assoziation zwischen sprachlichen Ausdrücken und Begriffen oder Konzepten. Stellen Sie mir Fragen. Wenn man die Semantik jetzt streng abgrenzen möchte, kann man das folgendermaßen tun. Die linguistische Semantik hat es mit der kontextunabhängigen, nicht natürlich und konventionellen Assoziation zwischen den kombinatorischen Symbolen, die durch sprachliche Ausdrücke repräsentiert sind, und bestimmten Begriffen oder Konzepten zu tun. Bei einer solchen Abgrenzung sind zum einen die Bedeutungsvarianten subjektive Relevanz, natürliche und kulturabhängige Anzeichenbeziehungen ausgeschlossen. Diese Arten von Bedeutung werden eher in der Semiotik, der Wissenschaft der Zeichen im Allgemeinen, behandelt. Zum anderen ist bei dieser Semantikdefinition die kontextabhängige sprachliche Bedeutung ausgeschlossen. Sie ist Gegenstand der linguistischen Pragmatik.
Die linguistische Semantik hat es primär mit Peirce'schen Symbolen zu tun. Der Semiotiker und Philosoph Charles Sanders Peirce hat Zeichentypen voneinander unterschieden und darunter als berühmteste die Symbole, Ikone und Indexe. Indexikalische Beziehungen konstruieren wir zwischen Ursachen und Wirkungen. Ein Hundehaufen ist für uns ein Index für einen Hund, Rauch für Feuer. Ikonische Beziehungen sind solche, bei denen das Zeichen in bestimmten Hinsichten seinem Bezeichneten ähnelt, so wie beispielsweise ein Porträt dem Porträtierten ähnelt. Symbolisch sind Zeichen, die in einer bloß konventionellen Beziehung zu ihrem Bezeichneten stehen. Dazu zählen die sprachlichen Zeichen. Vor dem Hintergrund dieser Zeichenkonzeption von Peirce kann man sagen, dass die linguistische Semantik es mit Symbolen zu tun hat. Wenn die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke nur unter Bezug auf den Äußerungskontext bestimmt werden können, so wie bei den deiktischen Ausdrücken »Ich, hier und jetzt« oder bei »Stellen Sie mir Fragen«, dann sind indexikalische Zeichen beteiligt, weil diese Ausdrücke direkt in die Äußerungssituation hinaus verweisen. Genauer auf die Person, die spricht, auf den Ort, an dem gesprochen wird und auf die Zeitspanne, in der gesprochen wird. Ich, hier, jetzt. Die Bedeutungen solcher Ausdrücke fallen deswegen auch in den Gegenstandsbereich der linguistischen Pragmatik, also der indexikalischen Ausdrücke. Die Semantik hat es mit Peirce'schen Symbolen zu tun. Nicht-arbiträre Zeichen gibt es nur innerhalb der Arbitrarität. Konventionelle Zeichen, also Symbole, nach Peirce, sind auch arbiträre Zeichen. Die Zeichenträger stehen in willkürlichen Beziehungen zu ihrem Bezeichneten. Gerade deshalb müssen sie ja konventionell sein, damit sie als Kommunikationsmittel innerhalb einer Sprachgemeinschaft für alle das Gleiche bedeuten können. Es gibt auch Ikonizität in der Sprache, aber sie manifestiert sich vor allem an Symbolen. Wie soll das gehen? Sprachliche Zeichen sind symbolisch. Das Einzelzeichen ähnelt in aller Regel also nicht seinem Bezeichneten. Das Wort 3 und die Ziffer 3 haben keinerlei Ähnlichkeit mit der Zahl 3 oder mit dem Begriff der Dreiheit. Aber größere Zahlen oder Zahlbegriffe werden durch umfangreichere Wörter und Ziffern ausgedrückt. 3, 33, 333 und so weiter. Es gibt also schon eine Art von Ikonizität. Ein Mehr an begrifflichem Inhalt wird meistens auch mit einem Mehr an sprachlichem Material ausgedrückt. Es gibt also auch durchaus Ikonizität in der Sprache, die sich also innerhalb der Symbolizität der Sprache manifestiert. Und in diesem Sinne fallen auch ikonische Zeichen in den Gegenstandsbereich der linguistischen Semantik. Die Semantik hat es mit der Darstellungsfunktion der Sprache zu tun. Karl Bühler hat in seinem Organon-Modell der Sprache drei Aspekte am sprachlichen Zeichen unterschieden. Das sprachliche Zeichen ist Symptom, indem es etwas über die ProduzentInnen ausdrückt. Es ist Signal, indem es an die RezipientInnen appelliert, in einer bestimmten Weise auf das Zeichen zu reagieren. Und es ist Symbol, indem es etwas von den Dingen und Sachverhalten in der Wirklichkeit darstellt. Wenn ich sage, dass die Handbücher zur Semantik die kognitive Semantik stiefmütterlich behandeln, dann könnten Sie das als Symptom meiner Einstellung interpretieren, dass ich das für einen Missstand halte. Sie könnten es zugleich als Signal und Appell verstehen, sich neben dem, was ich Ihnen über die Mainstream-Semantik erzähle, auch mit der kognitiven Semantik zu beschäftigen. Außerdem, oder vielleicht auch zentral, stellt meine Äußerung in symbolischer Form den von Symptom und Signal freien Sachverhalt dar, dass die Semantik-Handbücher wenig bis keine kognitive Semantik enthalten. Was hat das mit der Abgrenzung und Definition der linguistischen Semantik zu tun? Ich gebe Ihnen mit dem Organon-Modell noch einen weiteren Referenzpunkt, mit dem Sie die linguistische Semantik abgrenzen können. Denn üblicherweise wird die linguistische Semantik so abgegrenzt, dass nur die Bühlersche Darstellungsfunktion in ihren Gegenstandsbereich fällt. Die Ausdrucks- und Appellfunktionen dagegen in den
der linguistischen Pragmatik. Die Semantik ist entweder auf Bedeutung oder auf Referenz fixiert. Die linguistische Semantik hat es mit der kontextunabhängigen, nichtnatürlichen und konventionellen Assoziation zwischen den kombinatorischen Symbolen, die durch sprachliche Ausdrücke repräsentiert sind, und bestimmten Begriffen oder Konzepten zu tun. Das war die Definition, die ich Ihnen gegeben hatte. Gemeinhin werden diese Begriffe und Konzepte im engeren Sinne als Bedeutung bezeichnet. Vermittelt über die kognitiven Begriffe oder Konzepte sind die sprachlichen Ausdrücke aber auch auf die Wirklichkeit bezogen, wenn sie in konkreten Kontexten verwendet werden. Wenn ich sage, Sie finden die Podcast-Folgen auf Ilias, dann konstruieren Sie auf Basis dieses komplexen Ausdrucks nicht nur ein zusammengesetztes Konzept des Ereignisses in Ihrem Kopf, sondern das Ganze ist ja auch eine Aussage über die Wirklichkeit, so dass Sie das zusammengesetzte Konzept auch auf die Wirklichkeit beziehen. Und dieser Bezug zur Wirklichkeit wird gemeinhin Referenz genannt. Der Gegenstandsbereich der linguistischen Semantik sind Bedeutung und Referenz. Zusammen mit dem sprachlichen Ausdruck bilden sie die drei Ecken des semiotischen Dreiecks. Unten links der Ausdruck, oben an der Spitze der Begriff oder das Konzept, also die Bedeutung, und rechts unten die Referenz, die Gegenstände oder Sachverhalte in der Wirklichkeit, auf die die Begriffe oder Konzepte bezogen sind. Es gibt leider auch zahlreiche andere Ausdrücke für das Paar Bedeutung und Referenz. Dazu gehören respektive Sinn und Bedeutung, Sinn und Referenz, Begriffsinhalt und Begriffsumfang, Designation und Denotation, Intention und Extension. Am dümmsten daran ist, dass Bedeutung manchmal für die Begriffe oder Konzepte und manchmal für die Referenten von sprachlichen Ausdrücken verwendet wird. Hier in der Vorlesung werde ich mit Bedeutung nie die Referenten meinen. Tatsächlich ist die am weitesten verbreitete Art Semantik mehr an der Referenz als an der Bedeutung interessiert und damit an der Frage, unter welchen formalen oder grammatischen Bedingungen Sätze wahr oder falsch sind, weil sie sich ja mit der Referenz auf die Wirklichkeit beziehen. Das ist die wahrheitsfunktionale Semantik. Und die wahrheitsfunktionale Semantik, so könnte man vielleicht leicht überspitzt ausdrücken, ist nur insofern an den Begriffen und Konzepten interessiert, als diese dabei behilflich sind, die grammatischen Bedingungen zu erklären oder zu klären, unter denen Sätze und Äußerungen wahr oder falsch sind. Beispielsweise ist der Satz Elke lacht mit seiner morphologischen und syntaktischen Struktur in allen Situationen wahr, in denen gilt, dass es ein Individuum gibt, das Elke heißt, so dass Elke in diesen Situationen etwas tut, auf das der Ausdruck lachen zutrifft. Das Ganze wird viel weniger trivial, falls Sie das jetzt trivial gefunden haben, wenn Sätze komplexer werden und Quantifizierer, Determinierer, Negationen, Konjunktionen, Vagheit und Mehrdeutigkeit ins Spiel kommen. Nehmen Sie den Satz, jeder Student liebt eine Professorin. Wie viele Professorinnen werden hier geliebt? Eine oder mehr als eine? Je nach Lesart nehmen manche LinguistInnen verschiedene tiefengrammatische Strukturen dieses einen Oberflächensatzes an. Und mit diesen tiefen Strukturen sind die Sätze auch unter verschiedenen Bedingungen wahr. Dass die wahrheitsfunktionale Semantik die formalen, also grammatischen Bedingungen der Wahrheit und Falschheit von Sätzen untersucht, bedeutet aber nicht, dass sie etwas über die faktische Wahrheit von Sätzen sagen würde. Denn dafür müsste sie ja die Wirklichkeit schon richtig erkannt haben. Ob der Satz Elke lacht oder der Satz das Universum ist unendlich tatsächlich wahr ist, darüber macht die wahrheitsfunktionale Semantik also keine Aussagen, sondern nur darüber, dass diese Sätze wahr sind, falls Elke tatsächlich lacht, also falls Elke tatsächlich lacht, beziehungsweise falls das Universum tatsächlich unendlich ist. Und sonst macht sie keine Aussagen. Dagegen ist die kognitive Semantik, von der wann anders die Rede sein wird, mehr an den Begriffen und Konzepten interessiert, die Menschen mit sprachlichen Ausdrücken assoziieren
und sie versucht zu klären, was kognitiv vor sich geht, wenn wir Sprache produzieren und verstehen. Dabei ignoriert sie die Wirklichkeit auch nicht, aber ihr geht es mehr darum, wie es sich sprachlich äußert, wenn wir die Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise wahrnehmen und konzeptualisieren. Das war's für heute. Es gibt noch andere Podcast-Folgen, die den Fragen gewidmet sind, was Pragmatik ist und was der Unterschied zwischen Semantik und Pragmatik ist. Für dieses Mal sage ich aber Danke und Tschüss bis zum nächsten Mal.